Moin Leute, ich habe auf Instagram gefragt, ob ihr gerne das Turnier sehen wollt, wo ich mit Rocky war. Und zwar waren wir dort in Werlte. Und ja, ganz viele waren halt dafür. Und deswegen gibt es jetzt da ein Video halt zu. Und ja, wir haben dort auf dem Turnier übernachtet. Und am ersten Tag, am Samstag, hatten wir jetzt hier das L-Springen. Und ja, das war halt ein L-Zeit. Und das hat auch richtig gut geklappt. Rocky hat richtig gut mitgekämpft. Und ja, es sind dann auch alle Stangen am Ende liegen geblieben und wir konnten dann sogar noch den dritten Platz erreichen. Mega, mega cool. Jetzt gleich beim letzten Sprung seht ihr auch, wie Rocky mitgekämpft hat. Er ist nämlich einfach mega groß abgehoben. Das war richtig cool. Eine richtig kleine Rakete. Zweite Prüfung an diesem Tag hatten wir dann noch ein M-Springen. Und ja, das war ja erst unser zweites M-Springen und ich war auch mal wieder ein bisschen aufgeregt, weil es auch sehr viel höher als unser erstes M-Springen war. Aber ja, ich kann euch jetzt schon mal sagen, es hat richtig gut geklappt und er ist auch über die höchsten Hindernisse, sage ich jetzt mal so, richtig gut drüber gesprungen. Ja, hier war ich jetzt ein bisschen dicht, aber das hat Rocky auch richtig, richtig gut gemacht. Und wir waren auch ganz, ganz lange fehlerfrei. Uno, dos, tres, nur dann kam jetzt leider die Kombination an der Bande. Und ja, dann bin ich nicht so genug in die Ecke reingeritten. Und dann wusste Rocky auch nicht so richtig, was er machen sollte. Deswegen bin ich dann einfach nochmal angeritten, ein bisschen tiefer in die Ecke. Dann hat es auch geklappt. Nur waren wir dann ein bisschen groß und dann hatten wir leider einen Fehler. Aber ja, das passiert. Ich bin einfach trotzdem total zufrieden, dass er jetzt auch hier über den nächsten Sprung, das ist der höchste Sprung in diesem Parcours, dass er da richtig gut drüber gesprungen ist und dass er ansonsten auch fehlerfrei war und alles gut gemeistert hat. Und ja, deswegen war ich sehr zufrieden damit. Dann am Sonntag hatten wir als erstes wieder ein L-Springen, ein Zeit-L. Und ja, das hat auch richtig, richtig gut geklappt. Wir haben hier schon schön Fahrt aufgenommen, weil es ja ein Zeitspringen war, sind wir ganz schnell geritten. Hier haben wir jetzt auch eine kleine Abkürzung genommen vor dem Sprung her. Und hier dann jetzt noch einmal eine Abkürzung. Und ja, wir waren auch richtig schnell, sodass wir die schnellste Zeit hatten. Oder beziehungsweise die von den Platzierten die schnellste Zeit hatten.
Nur leider hatte ich hier jetzt einen ganz ärgerlichen Fehler, weil wir minimal zu groß waren. Und ja, aber sowas passiert auch mal. Und ja, aber trotzdem waren wir dann noch Letztplatzierte auf dem 6. Platz. Und ja, es hat mich natürlich mega gefreut, dass ich noch platziert war. Aber trotzdem fand ich es natürlich mega schade, weil hätten wir den ärgerlichen Fehler nicht gehabt, hätten wir natürlich gewonnen. Das wäre natürlich mega cool gewesen. Aber ja, ich habe mich trotzdem mega gefreut, dass wir noch platziert waren. Auch am Sonntag hatten wir nach dem L-Springen mal wieder ein M-Springen. Das war dann ja jetzt unser drittes M-Springen. Und das war noch etwas anspruchsvoller gebaut als an dem Tag davor. Aber ich habe mir gedacht, wenn wir es gestern geschafft haben, schaffen wir es auch heute. Und es hat auch mal wieder richtig, richtig gut angefangen. Bei Sprung 1 und 2 kamen wir beide mal sehr gut passend an. Und bei 2 hat er sich auch schon richtig gut fliegen lassen über diesen Ochser hier. Und ja, dann kam eine Kombination aus der Wendung. Wie man hier schon sieht, ich reite sehr langsam. Und dann sind wir halt sehr dicht reingekommen. Und die Kombination stand so weit, das konnte Rocky einfach nicht schaffen. Dann hätte er so einen riesen Satz machen müssen, dass wir wahrscheinlich im Sprung gelegen hätten. Und ja, ich bin dann nochmal angeritten. Aber irgendwie schon so beim Anreiten hatte ich so das Gefühl, das wird wieder nichts. Und dann habe ich ihn halt lieber rausgenommen und habe dann verzichtet, anstatt dass wir da nachher drin liegen, dann gehen wir lieber das nochmal auf einem anderen Turnier an als hier jetzt. Ja.